Deadpool ist haargenau der Film, auf den ich seit Jahren gewartet habe. Jetzt nicht einfach nur, weil ich die Comics mag. Ehrlich gesagt bin ich überhaupt kein großer Comic-Fan. Ich bin aber ein Fan von Comic-Verfilmungen. Und da muss ich sagen, in diesem gigantischen Marvel-Universum hat mir immer eine entscheidende Komponente gefehlt. Nämlich so ein Film, der sich nicht selbst so ernst nimmt, ein bisschen über sich selbst lachen kann, humorvoll ist. Ja, es gab da die ein oder andere Szene. Ich weiß, Avengers beispielsweise. Das war immer nur so ein Tropfen auf den heißen Stein und nicht so komplett durchgezogen. Und deswegen habe ich darauf jetzt gewartet, weil die Trailer versprechen da ja viel. Die solltet ihr euch übrigens auch angeguckt haben. Weil erstens, die leiten euch nicht in die Irre. Genau das bekommt ihr. Und vor allen Dingen bekommt ihr auch schon mal einen ersten Eindruck vom Humor. Und der ist bestimmt nicht jedermanns Sache, könnte ich mir vorstellen. Weil weit über die Hälfte ist unter der Gürtellinie. Es geht natürlich auch ziemlich hart her, was das Verbale betrifft. Und nicht zuletzt, es gibt teilweise auch in Großaufnahmen Details, die man nicht unbedingt einem Sechsjährigen, sage ich jetzt mal, zumuten sollte. FSK ist, glaube ich, auch 16. Solltet ihr euch auch wirklich darauf dran halten, weil gibt da schon einiges, was man jetzt unbedingt nicht jüngeren Zuschauern zumuten sollte. Und vor allen Dingen, wie gesagt, Trailer vermitteln euch den richtigen Eindruck, die norden euch ein. Und trotzdem gibt's noch so viel mehr in diesem Film zu sehen. Also dickes Lob schon mal an Ryan Reynolds, der das toll verkauft. Und noch ein zweites Lob an den Regisseur. Fand ich granatenstark, weil ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, erstens kann das ganz schnell nach hinten losgehen mit dem Humor, dass es so aufgesetzt wirkt, so gewollt, cool oder kindisch oder wie auch immer. Überhaupt nicht. Und vor allen Dingen, gerade Ant-Man, dachte ich ja auch, geht so ein bisschen in die Richtung. Aber ich war ja anfangs, ihr erinnert euch an meine Kritik, so ein bisschen davon enttäuscht, dass es ewig brauchte, bis es mal losging. War auch nicht so sonderlich humorvoll, wie ich fand. Gar kein Vergleich mit dem hier. Und vor allen Dingen, da dauert es ja, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde oder Stunde, wenn ich mich recht erinnere. Wie es immer so schön heißt, die Charaktere müssen ja eingeführt werden. Dann muss er erstmal leiden, seine Superkräfte kriegen und, und. Das hat man hier komplett weggelassen. So, liebe Freunde, geht Kino meiner Meinung nach. So fängt man doch auch ein Buch an, dass man eben halt nicht erstmal die ersten 300 Seiten oder sowas laber erzählt, sondern wirklich Sekunde 1, Bild 1, es geht sofort los. Ungelogen, ohne Übertreibung, der Marvel-Vorspann ist zu Ende und sofort das erste Bild. Ganz großes Kino, man fragt sich, was ist hier los, wo bin ich? Es gibt so viel auf die Augen. Und so geht das auch weiter. Das ist auch sehr geschickt erzählt. Also wie gesagt, es geht los mit einer Action-Szene, dann gibt es ein paar Rückblenden. Dann geht es weiter in der Action-Szene, andere Rückblenden, Rückblende in der Rückblende und wieder vor uns. Also fast schon Tarantino-esque erzählt die erste Hälfte. Und das macht es halt ungemein kurzweilig auch. Und man hat es dadurch vermieden, wie gesagt, in diese Ant-Man-Falle zu tappen, wo es halt, wie gesagt, am Anfang braucht man da schon sehr viel Geduld. Klasse gemacht. Und vor allen Dingen nicht zuletzt, die Mischung macht's, wie man so schön sagt. Das heißt, ihr bekommt hier wirklich alles. Ihr Drama, Liebe, Action natürlich, selbstverständlich bei Marvel. Sehr viel Spannung auch und als dickes, fettes Sahnehäubchen sozusagen jede Menge Humor. Selbstironie ohne Ende. Er spricht teilweise auch direkt in die Kamera. Ich liebe sowas und habe mich mehrfach weggeschmissen. Aber es ist halt auch meine Art von Humor, muss ich zugeben, was auch immer das über mich aussagen mag. Ja, und damit hoffe ich euch jetzt genügend gewarnt zu haben, dass ihr wisst, was euch da ungefähr erwartet. Aber wie gesagt, wenn das euer Ding ist, ihr werdet euch amüsieren. Und deswegen vergebe ich jetzt auch 5 von 5 möglichen Sternen für Deadpool. Und damit hoffe ich, euch ein bisschen weitergeholfen zu haben, würde ich abschließend noch bitten, seid doch noch so freundlich, meinen Kanal noch zu abonnieren und auch weiter zu empfehlen. Dafür im Voraus schon ganz herzlichen Dank. Und euch wie immer viel Spaß im Kino. Ciao.